In Fabeln wird meist kein genauer Ort und keine genaue Zeit genannt. Die ältesten Fabeln, die überliefert sind, stammen von Aesop, der um 600 vor Christi Geburt lebte. Doch aktuell sind sie bis heute geblieben. So ist es auch mit der Geschichte von den starrköpfigen Ziegen. Es war einmal eine Bergziege, die kletterte einen Hang hinunter ins Tal. Eine zweite Ziege lief am gegenüberliegenden Tal, ebenfalls talwärts. Unten im Tal toste ein Wildbach. Die Talbewohner hatten eine vom Blitz gefällte Tanne als Steg darüber gelegt. Auf diesem hohen Steg, den beide nun überqueren wollten, standen sich die beiden Ziegen nun unvermutet gegenüber. Der Stamm war so schmal, dass sie nicht aneinander vorbeikamen. Aber keine wollte ein paar Schritte rückwärts machen und der anderen den Weg freigeben. So fingen sie an, sich gegenseitig zu beschimpfen. Jede beharrte auf ihrem Recht und keine war bereit, nachzugeben. Als sie keine Schimpfwörter mehr wussten, gingen sie mit ihren Hörnern aufeinander los und stürzten, wie könnte es anders sein, beide in den Wildbach. Wie viel glücklicher wären sie gewesen, wenn eine von ihnen höflich und liebenswürdig ein paar Schritte zurückgegangen wäre und der anderen den Weg freigemacht hätte. Aber so sind eben starrköpfige Wesen. Die gibt es auch bei den Menschen. Und das war die Fabel von den starrköpfigen Ziegen.